Ja, hallo Freunde, ich bin hier in der Tauentzienstraße, kurz vom Breitscheidplatz. Und hier sind ja heute die ganzen Gedenkveranstaltungen, weil vor einem Jahr gab es ja diesen schlimmen Terroranschlag, wo dieser eine Terrorist in 12 Menschen gerast ist. Die Sachen sind ja völlig klar. Völlig klar, es war ein Einzeltäter, Terrorist, der natürlich glücklicherweise erschossen wurde dann von tapferen italienischen Polizisten. Und sonst gibt es auch keine weiteren Fragen zu der ganzen Thematik. Ja, es war ein Islamist, ist ja ganz klar. Deswegen müssen wir auch gegen Islamisten auf die Straße gehen. Ich gehe einfach mal ein bisschen weiter, schauen, ob wir was Interessantes sehen, vielleicht auch nicht, aber ich nehme euch mit. Gut, kommt. Ja, wie ihr seht, Polizei ist natürlich hier ordentlich vertreten, die ganze Straße ist gesperrt, denn heute sind drei Parallelveranstaltungen dazu angemeldet, meine ich. Eine von der NPD zum Thema Grenzen schließen statt Weihnachtsmärkte, eine von einem Bündnis gegen Rassismus, glaube ich, und dann noch eine von irgendwie, habe ich vergessen, die dritte. Okay, deswegen ist hier alles dicht, weil man erwartet vielleicht auch Krawalle. Ja? So, das hier ist jetzt der Weg, wo der LKW durchgerast ist. Er kam aus der Richtung, in die ich jetzt gerade gehe. Also er wäre mir entgegengekommen. Und ich sehe schon da hinten, da haben sich schon ein paar versammelt. Ah, könnt ihr jetzt von hier aus noch nicht sehen. Ja, wir gehen einfach mal hin. So, hier sehe ich jetzt zum ersten Mal überhaupt Bilder von den Opfern. Sonst war das immer eher anonym gehalten, aber hier sind sie zu sehen. Und vom Humanistischen Verband ein Kranz. Genau, Vielfalt und Toleranz sind das Fundament dieser Stadt, sagt der Humanistische Verband. Klar, wir gedenken zwar der Opfer, aber sind trotzdem natürlich tolerant genug und vielfältig genug und würden niemanden hier nicht reinlassen. Und jetzt höre ich schon, hier gibt es ein bisschen Tumult. Sagt Usama Zimmermann. Zimmermann hat heute für das gesamte Gebiet schon einen Platzverweis erhalten. Lass mal das mal erzählen. Was würden Sie erprüfen? Den kenne ich schon, der hat schon häufiger Leute angegriffen. Mich hat er auch schon mal angegriffen. Echt? Ja. Aber ich kenne ihn auch. USA, Zionisten, Mann in der Türkei, putschen. Lass sie hinten draufstehen. Die zionistischen Staatsanwälte und Rechtsanwälte beteiligen sich am Mord der Ausländer und Politiker. Die Zionisten verbergen sich in dem Geheimdienst, darum führen sie den Terror in die Welt. Interessant, interessant.
So, Entschuldigung, darf ich mal fragen, warum hältst du diese Plakate hier hoch? Weil die Zionisten sind die Lügner und Verräter. Deutsche Zionisten verräten eigene Volk. Und die arabische Zionisten verräten eigene Volk. Moment, und darum, die Zionisten führen die Terror in die ganze Welt. Wer sind die deutschen Zionisten? Die Zionisten? Ja, warte mal, ich interviewe ihn gerade, bitte. Ich interviewe ihn gerade, lass mal kurz interviewen, bitte. Lass doch mal, komm. Dann mache ich ja nicht so. Also, wer sind die deutschen Zionisten? Also, wer ist auf deutscher Seite dabei? Angela Merkel. Ist Angela Merkel Zionistin? Helmut Kohl, da war heißt auch Kuhn. Ja. Und er hat geändert die Namen. Aber ganz kurz, ist Angela Merkel Zionistin? Ja, Angela Merkel auch Zionistin. Was macht eine Zionistin aus? Woran erkennst du das? Die Zionisten, die glauben an zwei Religionen. Ja. Zum Beispiel gibt die Muslim-Jude als Zionisten. Aha. Und gibt die Christen-Jude als Zionisten, wie als Sisi in Ägypten. Okay, also Zionisten müssen keine Juden sein? Nee, da gibt die Double-Moral. Okay. Double Religion. Okay, zum Beispiel, okay. Ich sage für Sie, ich bin ein Muslim, aber mein Herz Jude. Okay. Und ich verwirke bei Muslim. Sind zum Beispiel die Saudis auch Zionisten? Natürlich. Ja? Die Saudi-Arabien seit 17. Jahrhundert, die europäischen Zionisten arbeiten mit England. Okay. Und die hat gewusst, da gibt es Erdöl. Okay, also die sind auch Zionisten. Die arbeiten auch für Israel, sagst du, die Saudis. Nicht alle für Israel. Die wollen ganze Islam von der Wurzel schneiden. Ach so. Und jetzt die machen die Terror und sagen Islamisten. Seit Neue Weltordnung, seit 2001. Sagst du also, die Terroristen sind eigentlich keine Moslems, das sind Zionisten? Nein, die amerikanischen Zionisten hatten seit 11. September hier keine jemand gestorben, keine Deutsche gestorben hier. Da ist kein Deutscher alles gestorben. Lüge. Kommen okay. Hier, und wieder in Facebook. Alles Lüge. Die Zionisten, darum sind die Lügner und Verräter. Das heißt, du würdest sagen, diesen Terroranschlag, den gab es eigentlich gar nicht? Der Schauspieler, niemand, der hat keine Deutsche gestorben. Okay, also du sagst, das ist alles Lüge, was da passiert alles ist. Lüge. Was sagst du zu den anderen Anschlägen, also jetzt 11. September oder Boston Bombing oder London oder... Ich habe alles in meinem Facebook. Alles, weil das neue Weltordnung. Okay. Neue Weltordnung. Was ist das Ziel der neuen Weltordnung? Die wollen wir als Sklaven. Okay, wer ist wir? Wir, Muslim, Christen, die Schwarze, wir als Sklaven. Allein die Zionisten, die große Macht. Und dann später, okay. Die Juden, auch, kommt auch jede Rasse. Das, okay. Später, das kommt auch gegen Juden selber. Gegen Juden selber? Ja. Würdest du sagen, die sind mit dem Teufel verbunden, verbunden die Zionisten? Ja. Sind das auch Satanisten? Ja. Weil die hatte mit der Königin von Ägypten Isis. Ja. Und die Isis auch machen mit Magic und Satanismus. Okay. Und darum auch. Und dann später kommt die Prophet Musa. Ja. Aber die kommen die Leute, die glauben die Judentum und dann die glauben an die ägyptische Tradition. Okay, aber warum weiß das keiner, wenn das schon so alt ist? Weil, warum weiß das keiner was von? Früher alle die Medien unter Kontrolle von Zionisten. Aber jetzt die Medien. Ja. Die Internet und die Facebook, ja. Die Leute tauschen alle Informationen. Ja. Und Joy Rockefeller, der Senator, der amerikanische Senator, er hat gesagt, dass das große Fehler, wir haben die Internet. Und hast du schon mal Gewalt erlebt gegen dich? Also wirst du jetzt hier, die sind ja auch ein bisschen unfreundlich, ja. Passiert das öfter? Jetzt, da, manchmal Leute schlagen mich, die schimpfen mich. Ja, die schlagen dich? Eine Sache, die ruft die Polizei. Ja. Die sagt, nee, wir rufen keine Polizei. Warum? Weil die hat eine Macht. Und wurdest du schon mal angezeigt? Gibt es Anzeigen gegen dich? Ja, viele. Da laufen viele jetzt. Viele Anzeigen? Ja. Also du wirst oft angegangen, verprügelt oder geschubst oder so? Ja. Beschimpft? Auch. Ja. Ja? Ja? Und Anzeigen gegen dich? Auch gegen Volksverheizung, okay. Aber ich schreibe hier nicht gegen Juden, aber ja. Die Zionisten immer sagen, scheiße, Islam. Aber du wurdest noch nie verurteilt? Wir haben noch ein Gericht, noch nicht, vielleicht nächstes Jahr. Ach so, okay. Gut, ja, interessant. Dann vielen Dank erstmal. Oh, ja? Dankeschön. Ja, wie ihr eben gesehen habt, hier gab es wieder Tumult ein bisschen, ja, weil hier ein Typ die Schilder hochgehalten hat, da... Zionisten verbergen sich hinter den Geheimdiensten und führen Terror in der ganzen Welt. Und sowas wollen die Menschen hier offenbar nicht lesen. Da ist es dann auch mit der Solidarität nicht so weit her. Mit der, hinten bei der Solidarität, da
unsere Solidarität gegen den Hass. Ich glaube, die hassen mal wieder selber. Aber das wundert uns ja nicht, denn wir sind ja hier auch bei einer linken Veranstaltung offenbar. Und mit Doppelstandards kennen die sich ja ganz gut aus, ne? Okay, mal sehen, was noch so passiert. Lassen wir uns spalten, noch vom rassistischen Hass, denn wir wissen alle, Terror ist ein internationales Problem und sehr viele Menschen weltweit sind davon betroffen und deswegen ist Rassismus keine Antwort darauf, sondern eben Solidarität. Das drücken wir heute hier aus. Wie denkst du, dass, was denkst du von diesem anderen Demo, der heute kommt, also die gegen Islam sind, also was willst du beim Botschaft von diesen Leuten sagen? Genau, wir stellen uns entschieden gegen die rechten Instrumentalisierungsversuche von AfD, Identitärer Bewegung und NPD, denn die Antwort auf Hass kann nicht Hass sein, sondern dass wir zusammenstehen als Gesellschaft und auch über die Ursachen des Terrorismus sprechen und eben solidarisch sind. Und was hoffst du mit diesem Demo? Was hoffst du, andere Leute in Deutschland denken würden von deinem Demo? Genau, wir wollen ein Zeichen der Solidarität senden und eben sichtbar machen, dass Rassismus keine Antwort ist, dass wir Menschen aufnehmen und willkommen heißen, die ebenfalls Schutz vor Terror und Gewalt suchen, denn Terrorismus ist ein internationales Problem. Vielen Dank. Und wenn man jetzt sagen würde, die Leute von der NPD-Demo zum Beispiel jetzt oder von der AfD, die hassen zwar nicht, aber sie sagen, es ist vernünftiger, nicht so viele Menschen hier reinzulassen und die Grenzen dicht zu machen. Nicht aus Gründen des Hasses, nicht weil man die Menschen verachtet, weil sie Moslems sind oder weil sie Ausländer sind, sondern weil es eben sinnvoller wäre, aus einer rationalen Überlegung. Was sagst du dazu? Genau, wir haben heute auch zum Beispiel eine Grußbotschaft aus Afghanistan, die eben, und wir machen deutlich, dass Terrorismus ein Problem für ganz viele Menschen weltweit ist. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir Menschen aufnehmen und willkommen heißen, die Schutz suchen vor diesem Terror und vor der Gewalt. Deswegen, genau, ist für uns die Folgerung eine Willkommenskultur. Okay, gut, danke schön. Vielen Dank. Ja, wir haben gesehen, hier ist man natürlich gegen den Hass. Ja, sehr wortgewandt, der Pressesprecher von dem Bündnis Solidarität statt Hass. Vielfältig auch in seinen Ausdrucksformen. Finde ich gut, solche Leute brauchen wir. Ja, junge Leute, die sich engagieren, so wie diese auch hier, ja, die engagieren sich für Solidarität. Und hier, ach, da haben wir ihn wieder. Jetzt, er wird weiterhin verdeckt. Die Polizei schart sich um ihn. Ich frage mich, was ist an ihm dran, dass hier so viel Polizeischutz ist und dass er so angefeindet wird? Ja, aber glaubst du, Hitler war nicht Rassist. Du weißt warum? War bei Hitler 150.000 Juden. Dafür gibt es auch die Rede. Das ist die größte Scheiße, die es jemals gibt. Und natürlich ist es auch scheiße, dass die AfD da drüben... Und diese Generäle hatte verraten mit den USA, so hat es Zweiten Weltkrieg gemacht. Ja, interessante Thesen hier, ne? Gut, aber das ist Meinungsvielfalt. Wir haben ja Artikel 5 des Grundgesetzes. Jeder darf seine Meinung in Wort und Bild äußern und viel verbreiten. Das ist eben seine Meinung, ja? Wir schauen mal weiter zu der AfD-Kundgebung. Die ist, glaube ich, da hinten irgendwo. Ja, willkommen Flüchtlinge. Den nehme ich natürlich mit. Danke. Seele verletzten Menschen. Diesen Lautsprecher durchsagen, klingt das so ein bisschen spooky, zumal hier überhaupt nicht viel los ist. Ja, wir auch sind hier von Ihnen auf Town ziehen, aber alles gesperrt. Möchte ich Ihnen sagen, und hier wird jetzt quasi der Gottesdienst übertragen oder sowas. Naja, wir gehen noch mal kurz gucken, was bei den Linken so los ist. Hier, ach so unscharf, ne?
die da vorne sich versammelt haben. Also, auf geht's. Ein Klima des Terrors geschaffen, das die Welt in Ohnmacht versetzt und die Regierung veranlasst, freiheitsraubende Sicherheitsmaßnahmen durchzusetzen, die zu einem permanenten Ausnahmezustand führen. Diese Situation, die seit über 40 Jahren anhält, untergräbt die demokratischen Fundamente unserer Länder. Es wird versucht, Bevölkerungsteile den extremistischen Parteien zu unterwerfen, die bestehende Probleme weiter verschärfen werden und denen daran gelegen ist, die gesellschaftliche Spaltung voranzutreiben. Eine Todesfalle, die den Islamisten ohne zu zögern ausnutzen werden. Die Lösung besteht in der Mobilisierung der Zivilgesellschaft. Sie besitzt die politische, intellektuelle und moralische Freiheit. Sie besitzt, den Mut, der benötigt wird, um die drohende Gefahr klar zu benennen und offen mit den Bürgern ins Gespräch zu treten. Nur die Zivilgesellschaft kann das Wissen liefern, das benötigt wird, um die Bevölkerung zu einer selbstbewussten Mobilisierung zu führen und die Regierung dazu zu zwingen, die Sicherheit und den gesellschaftlichen Frieden wiederherzustellen. Die Zivilgesellschaft muss ohne Unterlass für diese Mobilisierung kämpfen. In ihrer Realisierung würde die Rettung bestehen. Ich bin stolz darauf, Teil dieser Kundgebung zu sein. Danke. Auf der wir uns dem Islamfaschismus entgegenstellen. Wir werden nicht vergeben und wir werden nicht vergessen. In dieser Zeit, in welcher der islamische Terrorismus die meisten Länder Europas erschüttert, scheitern viele daran, die Wurzel des Übels beim Namen zu nennen. Einige verschließen die Augen, wagen es nicht, die Schuldigen zu benennen und wählen stattdessen die Kollaboration mit dem politischen Islam. Die Verantwortung für die Geschehnisse ist nicht allein im Dschihadismus zu suchen, sondern all jene, die das ideologische Fundament für die Radikalisierung bilden, sind verantwortlich. Jene, die versuchen, im Namen des Islams zu missionieren. Und jene, die in Moscheen die Gläubigen einer Gehirnwäsche unterziehen. Auch die islamischen Organisationen, welche sich für die Verbreitung des Kopftuchs einsetzen und versuchen, islamische Werte in westliche Gesellschaften zu implementieren. Islam im Krieg sind und die Werte der Aufklärung verteidigen. Ich will die Moslems, welche heute womöglich anwesend sind, dazu auffordern, Stellung zu beziehen. Wählt eure Seite. Kämpft mit uns gegen den Dschihadismus, ohne zu lügen. Oder seid unser Feind. Wir schauen noch mal ein bisschen weiter, was wir hier noch so zu sehen bekommen. Bei einem kleinen Gang über den Weihnachtsmarkt. Aber dann interessiert mich natürlich auch besonders und euch wahrscheinlich auch, was bei den Rechten gleich so passieren wird. Freunde, ist doch fantastisch, was uns heute geboten wird. Also bis jetzt haben wir gesehen, einmal die Linken, die sich Sorgen darum machen, dass Anschläge von vermeintlichen Islamisten den Rechten in die Hände spielen würden, ja, von diesem Bündnis da gegen Rassismus oder sowas. Dann haben wir den Usama Zimmermann gesehen, der sagt, die Zionisten waren schuld daran. Dann gerade eben die linke Veranstaltung, ja, wo wir die Israel-Flagge gesehen haben und in die ganzen verschiedenen Sprachen da die Sprüche, die den Islamismus auch als das Problem sehen. Und jetzt hier die Veranstaltung der Rechten wohl, die deutsches Behördenversagen als Schuldigen sehen. Und da hinten im Hauseingang haben sie auch schon, wie es aussieht, ein paar Antifas versammelt. Vielleicht täusche ich mich auch, aber es wirkte gerade eben im Augenblick so. Ja,
Die Lage könnte sich weiter zuspitzen. Seien wir mal gespannt. So, ja, guten Tag. Sie haben hier ein Schild um den Hals. Ja. Warum habt ihr das zugelassen? Ja. Wer ist denn mit ihr gemeint? Na, wer wohl? Die deutschen Sicherheitsbehörden? Frau Merkel und Konsorten. Merkel. Ja, also Sie sagen, die Verantwortung für die Opfer trägt Frau Merkel. Sicher, auf jeden Fall. Als Regierung. Ja. Auf jeden Fall. Die EU auch. Können Sie verstehen, dass Sie jetzt oder ne, Ihre Gemeinschaft von Linken als Rassisten, als Hasser, als Menschenfeinde betrachtet wird? Absolut gar nicht. Das können Sie nicht verstehen? Absolut gar nicht. Aber im Gegensatz kann ich den Linken Terrorunterstützung zusagen. Ja, woran machen Sie das fest? Na, weil Sie immer noch und immer noch und immer noch und immer noch mehr Leute hier reinholen wollen und nicht wissen, wir wissen ja teilweise überhaupt nicht, wer schon hier ist, wir wissen auch nicht, wer kommt. Richtig. Ja, und das ist alles absolut nicht gut. Ja, also Sie sagen, die einzige Lösung wäre jetzt erstmal Grenzen zumachen, auf Richtig. Jeden Fall. Ja. Nee, doch raus, nur rheinisch. Ja, und ich habe vorhin einen Mann gesehen, der hat Schilder hochgehalten und hat die Geheimdienste verantwortlich gemacht für die Terroranschläge. Wie stehen Sie dazu? Ich denke mal, als kleiner Bürger maße ich mir da nicht kein Urteil drüber an, aber wenn ich höre, dass die den schon lange beobachtet haben, den Anis Amri, ja. Dann muss ich denen natürlich auch eine Mitschuld zuweisen, ganz klar. Also Sie können sich auch vorstellen, dass Geheimdienste da mit was zu tun haben? Na, zumindest, dass sie nicht in der Lage waren, es zu verhindern, obwohl sie wussten, dass was ist. Ja. Fühlen Sie sich ein bisschen an den NSU? Prozess und das ganze Theater erinnert, wo ja auch Behördenversagen immer wieder vorgeschoben wird oder behauptet wird. Ja, es wurden versehentlich Akten vernichtet und sowas. Versehentlich, ja, immer versehentlich. Also Sie können sich vorstellen, dass es vorsätzlich vernichtet wurde. Natürlich. Dann kommen wir wieder zu den Geheimdiensten, die da vielleicht mitgewirkt haben. Ja? Naja, wenn es nichts mehr gibt, was zu ermitteln ist, sind Geheimdienste überflüssig. Richtig. Also, und wenn nichts da ist, muss ich was schaffen. Ja. Was ist Ihr persönliches, Ihre Motivation, sich hier zu engagieren? Ich wollte mich eigentlich völlig abseits stellen und wollte einfach nur, meine Kerze habe ich jetzt dahin gestellt, ich wollte mich einfach hier heute nur irgendwo hinstellen mit einer Kerze ja. und wollte halt meine Betroffenheit zum Ausdruck bringen und ja, dass ich jetzt hier gelandet bin, ist reiner Zufall. Alles klar, verstehe. Und Ihnen liegt aber, man kann sagen, Ihnen liegt die Sicherheit unseres Landes am Herzen. Aber natürlich. Deswegen sind Sie hier. Nicht nur die Sicherheit, das ganze Land liegt mir am Herzen. Das ganze Land liegt mir am Herzen, ja. Gut, dann haben Sie vielen Dank. Ne? Gerne. Ja, wie es aussieht, war das doch tatsächlich die Antifa. Die Polizei ist jetzt hier am Durchsuchen. Möglicherweise finden Sie was, wir wissen es nicht. Aber vielleicht haben Sie da ein paar potenzielle Störer hochgenommen. Ach ja, doch, man sieht die Flagge. Ja, eindeutig. So, die Antifas werden jetzt hier weggeleitet von der Polizei. Für Sie ist die Party zu Ende. Vielleicht wurde was gefunden bei Ihnen, wer weiß. Volksverhetzendes Material vielleicht. Jedenfalls werden Sie abgeführt. Ich bin nicht traurig darum. Aber vor allem auch, um ein politisches Zeichen gegen diesen Terrorismus und vor allem den islamischen Terrorismus, der uns hier in Deutschland und in Europa immer mehr eingeholt hat und weiter einholten. Ja. Wie stehst du dazu? Als erster Redner hören wir von Wir für Deutschland unseren Freund Erik Graziani. Ich möchte erst jetzt ein bisschen filmen, aber ich kann mich gerne auch dazu äußern. Also es hat nicht schon. Sagen wir so, es gibt ganz viele Ungereimtheiten. Ich kann mir manches nicht erklären. Also ich würde gerne sagen heute, das ist für mich eine Ehre. Sie können sich alles erklären, aber von der Physik gehen nicht wegen des langen LKWs und des Meeres hergestoßen werden müssen. Meine ich auch. Ich bin heute hier auf der einen Anlass. Wie kann es denn dann passiert sein? Gar nicht. Die Menschen zu ermahnen. Lassen wir weitersprechen. Show. In was wir für die Zukunft, wer hat diese Show aufgezogen? Wir alle gemeinsam gehen werden. Sieh mal, zu dem Zeitpunkt oder ein paar Stunden vorher
hat es doch irgendwie, sagen wir mal, so ein Geheimdienstchef vom Mossad oder so genau. gegeben. Ja. Ja, da wurde ja im Fernsehen ja auch noch sozusagen interviewt. Ja, ganz zufällig. Da oben auch. Die observieren das natürlich, ihre Show. Ja. Ja. Und es dient natürlich, wie alle Anschläge oder so, die sind ja alle Fakes gewesen. Ja. Ja. Den Leuten Angst einzuflößen und dann sozusagen ihnen auch zu suggerieren, okay, wir müssen euch schützen und damit legitimiert man sozusagen neue Gesetze, die immer mehr die Freiheit einschränken und so weiter. Das sind Verschwörungstheorien, was Sie gerade von sich geben. Ja, ja, es ist, aber ich widerlege das insofern mit dem einen Wort oder so. Wir leben in der Verschwörungspraxis. Ja. So. Das ist es einfach. So einfach ist es, ne? Ja, genau. Aber viele verstehen das nicht. Ja, genau. Diese Politik immer noch, dass wir hier Freiheit leben, den glaube ich definitiv nicht. Deshalb kann ich an jeden einzelnen Deutschen hier nochmals appellieren. Und ich glaube daran, dass wir dabei sind, unsere Freiheit hier zu verlieren. Denn das ist keine Freiheit mehr, Freunde. Das ist eine Diktatur, die ich definitiv hier nicht teilen werde. Und deshalb werde ich mit euch allen gemeinsam, die heute hier stehen, Widerstand leisten. Meine Damen und Herren, wir von der alten Generation. Gut, jetzt haben wir hier die Rechten auch mal gehört. Ja. Er spricht sehr martialisch, nicht so viele da, ein paar sind gekommen. Und jetzt gehen wir mal zu offiziellen Gedenken. Lass uns das nicht nehmen. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Und in diesem Bewusstsein sind wir hier. Jetzt aber sind wir hier, um innezuhalten. Wir sind hier, um der Toten zu gedenken, all der Opfer terroristischer Gewalt hier in Berlin und an vielen anderen Orten in der Welt. Und wir sind hier, um miteinander für ein friedliches Miteinander aller Menschen sowie gegen den Terror und Gewalt einzutreten. Wir entzünden dazu die Kerzen, die Sie schon bekommen haben oder die Ihnen jetzt gebracht werden. Geben Sie einander weiter. No, I can't change what has happened. No, I can't change where I've been. There's something in me that keeps moving. The choices I had never done. Natürlich. Dann zeigen wir diesen Terroristen gemeinsam, was uns stark macht. Nämlich mit anderen in Frieden zusammenleben zu können und das Beste in uns zu bewahren. Das, was ihnen fehlt. Menschlichkeit und der Glaube an die Zukunft. Warum ist die Kirche eigentlich kaputt? Heute Abend ist Stille eingekehrt im Zentrum Berlins. Lassen Sie uns gemeinsam der Opfer und ihrer Familien gedenken. Ja, Freunde, es ist jetzt kurz vor 20 Uhr, kurz vor 8.
Das ganze Blabla ist schwer zu ertragen. Ich glaube, ich mache mich hier vom Acker jetzt. Hier nochmal der Eingangsbereich. Ja, hier soll der Laster reingekracht sein damals. Hat aber die Ampel nicht umgerissen. Ist dann hier durchgeprescht. Ja, hier diesen Weg entlang und dann vielleicht nach 50 Metern nach links wieder rausgefahren. Und er hat eine Hütte umgerissen, alle anderen blieben stehen. Gut, wie wahrscheinlich ist das? Alle erinnern, die hier über den Rhein. Auf geht's. Wo der Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt.